Друзья, всем привет! Я сейчас буду выступать. У меня была неделя проектов. Я выбрала, точнее, Poetry Slam. Я делала 4 или 5 дней. В общем, мы смотрели, как можно это делать. Это Poetry Slam, это типа как стендап. Нужно выступать, что-то рассказывать, может быть, что-то веселое. И, в общем, поехали! Für die Innenstadt begrüßt jetzt bitte mit einem kräftigen Applaus Anastasia mit ihrem Text über einen Mensa-Besuch. Guten Tag. Ich glaube, wir können schon anfangen. So, und ich habe jetzt einen Text an Mensa-Besuch. Ich habe gerochen alle Gerüche in dieser heulen Elbenküche, was man genießen kann in der Welt. Das habe ich genossen wie ihr ein Held. Also, ich habe jetzt ein Thema, einen Besuch, einen Mensa-Besuch in einer Schule. Vielleicht in unserer, wer weiß. Und jetzt ich erkläre Ihnen, wie sieht der Alltag aus. In der Mensa einer Schule geht es in der Mittagspause oft hoch her. Die Schüler stürmen herein, haben Hunger und wollen schnell etwas essen, so wie sie von McDonald's gewohnt sind. Aber fühlen Sie die Schüler in der Mensa wohl? Was könnte eine Mensa anbieten? Das erklärt heute unser Experte, der Schüler Sebastian Kochlöffel. Der Experte hilft uns, unsere Mensa zu planen. Wie sieht der perfekte Mensa aus? Hi, ich bin der Sebastian Kochlöffel. Also, das Essen soll frisch sein. So frisch wie ein Frühlingsmorgen im Mai. Und natürlich sollen Mitarbeiter sehr nett sein. Nicht sehr, sehr, sehr nett, aber zum Beispiel wie Christ, welcher hat seinen Vater gerade um etwas gebetet. Hier kann man ein bisschen lachen. Alles sollte gut organisiert sein, der Schweizer Eisenbahn. Kurzum, die Schüler sollten sich dort wohlfühlen. Eine Mensa sollte wie ein Restaurant sein, gut aussehen, sowie ein Blumenstrauß, gemütlich sein und gutes Essen anbieten. Das Essen sollte abwechslungsreich sein, so wie die Tiere der Tiefsee. Ja, genau, erst mehr Fisch! Themenwochen machen zum Beispiel Spaß, wenn es mal Mexikanisch gibt oder eine italienische Nudelwoche, jeden Tag ein anderes Nudelgericht. Auch der Stundenplan muss stimmen. Die Mittagspause sollte mindestens 40 bis 60 Minuten lang sein. Wenn die Pause zu kurz ist, dann erreichst du die Mensa nicht von Pausenende. Außer deine Arme sind lang genug, dann kannst du alles erreichen. Wir würden gerne sehen zum Beispiel solche Menüs. Die Vorspeise. Buffet Mozzarella Salat mit exotischer Salsa. Der Hauptgang. Linsensuppe. Der Nachtisch. Bratapfel Tiramisu. Naja, nicht perfekt, aber macht Spaß. So, und jetzt möchte ich meinen Text nochmal zusammenfassen. Ich habe ja ein Gedicht ausgedacht. Mensa, 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 in die immer viele Menschen. Ein paar Lehrer, viele Schüler, Suppe essen, Freunde treffen. Mensa, 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 viele trinken, schlucken, schmacken, kalte Teller, heiße Schüler, Silberlöffel, Gläser, Tassen. Mensa, 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 froh sind alle, Frauen, Männer, Kinder, Jungen, Mädchen, Babys. Manche teilen sich Salat, weil die sind ja vegan. So, vielen Dank für Sebastian Kochlöffel. Jetzt wissen wir alles über die Mensa. Anastasia Rumpel und besonders Sebastian Kochlöffel werden sich später über ihren Applaus sehr freuen. Vielen Dank für das Zuhören. Das war's. Dann kam Anastasia mit ihrem Text über einen Mensa-Besuch. Als drittes nochmal eingeschoben, wer im ersten Durchgang schon da war, hat es gemerkt, wir wussten nicht, ob eben ein Schüler da ist oder nicht. Vanessa mit ihrem Text über nur Spanisch und Bahnhof versteht. Es war umso bemerkenswert, dass man sich hier hochtraut und den Text frei vorträgt. Sie ist jetzt eigentlich in Deutschland und man muss erstmal den Mut haben, hier hochzukommen und das dann so frei vorzutragen. Dankeschön.
Aber da jeder sich getraut hat, hier seinen Text vorzutragen, ist, finde ich, jeder der Gewinner am Ende des Tages. Also ein kurzes Schlusswort noch von mir. Ich danke euch und Ihnen für die ganze Aufmerksamkeit. Und Sie müssen aber nicht rausgehen, es lohnt sich drin zu bleiben, weil jetzt kommt das Improvisationstheater. Vielen Dank. Вот здесь куча еды, в общем, продают у нас. Вот у нас школа. Так. Ты что купила? Да. Эта штука стоит 1 евро, да? Тут, тут здесь вообще вот только маленькая. Это дорого, но... Это очень дорого. Хочется кушать? Да. Правильно. Ну, ничего правильного. Прикольные штуки. Куча людей. А что здесь? Как-то помидоры с моцареллой, что ли, и какая-то салата. Ладно, странно. Там, в общем, помидоры с моцареллой и какие-то салаты. Да, это прям очень странно. Я уже иду домой, уже освободилась, так что, ну что, всем хорошего вам дня, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, не забывайте, да. Все, всем пока, люблю, целую, с вами была Настя Рупель, пока.